Herzlich willkommen zu unserem Bucket-Spezial Weihnachten. Ihr kennt vielleicht alle die Situation, es ist kurz vor Weihnachten, man hat irgendwie die ganze Zeit damit verbracht, Geschenke zu organisieren oder zu arbeiten. Und dann kurz vor Weihnachten fällt einem ein, die Familie kommt und man hat keine selber gebackenen Plätzchen. Aber das gehört irgendwie dazu und deswegen haben wir heute ein Spezial zum Thema Backen. Wir machen schnell und trotzdem gut. Bei den Rezeptideen haben wir uns besonders auf die Dinge konzentriert, die schnell gehen, aber wie Robert das schon gesagt hat, dementsprechend auch gut umzusetzen sind. Wir versuchen euch heute so ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie die Weihnachtsbäckerei dann doch noch klappt, kurz vor dem Fest. Und deshalb, was backen wir heute? Jetzt in unserer Schnellübersicht. Für die Knusperkappen brauchen wir 150 Gramm gemahlene Haselnüsse, 125 Gramm Puderzucker, einen Schuss Rum, Haselnüsse, Oblaten, Zitronat, Orangeat, Milch und ein Ei. Für unsere Lebkuchen vom Blech brauchen wir 180 Gramm Butter, 300 Gramm Zucker, Kuvertüre, ein Pack Backpulver, ein bisschen Lebkuchengewürz, Honig, Zimt und 350 Gramm Mehl. So, für unsere Backideen brauchen wir zuerst mal für die Lebkuchen eine Rührschüssel. Das wird wohl jeder zu Hause haben. Und dann eben dementsprechend Zutaten. Ich habe die Zutaten schon mal abgemessen, dass wir uns sozusagen die Arbeit sparen, all das noch vorzubereiten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist Butter schmelzen. Damit wir die nicht im Block haben und nicht aufkochen müssen später im Topf, habe ich die schon mal ein paar Stunden vorher aus dem Kühlschrank geholt. Ihr seht, die ist schön weich. Und die kann man dann auch dementsprechend gut im Topf schmelzen. Kommt einfach gerade mal mit rüber. Alles klar, wir haben ja gesagt, ihr müsst keine Kochprofis sein, um unsere Rezepte nachbacken zu können. Deswegen, kleiner Tipp von mir, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, an der Butter gibt es hier immer Markierungen, wie viel Gramm man gerade hat. Man braucht also nicht mal eine Waage dafür. Und wir brauchen 180 Gramm für unsere Lebkuchen. Das heißt, hier grob Pi mal Daumen geschätzt auf ein paar Gramm hin oder her, kommt es auch nicht drauf an. Dann einfach rein in den Topf. Ihr merkt, die sind schon relativ weich, die Butterstückchen. Und dann einfach auf kleiner Flamme den Topf anmachen und die Butter schmelzen. Warum auf kleiner Flamme? Die Geschichte dahinter ist eigentlich relativ simpel. Wenn man die Butter zu heiß macht, dann trennen sich die Bestandteile der Butter zu schnell und man kann sie nicht mehr richtig verarbeiten. Deswegen hier nicht aufkochen, nicht erhitzen oder sonst, also nicht übermäßig erhitzen, sondern ganz vorsichtig schmelzen und dann, wenn die Butter geschmolzen ist, direkt vom Herd nehmen, dass man sie eben nicht braun werden lässt oder sonstiges. Wenn die Butter doch mal braun werden sollte, würde ich empfehlen, die Butter nicht zu benutzen, weil das gibt so einen angebrannten Geschmack in die Lebkuchen rein und dann ärgert man sich nur, dann lieber nochmal neu machen oder eben das Stück Butter, das noch nicht geschmolzen ist, rausmachen, kurz unter Wasser abspülen und dann in den neuen Topf mit rein. So, jetzt ist unsere Butter fertig. Ist jetzt schön geschmolzen, aber nicht zu heiß, da kann man immer noch hinfassen. Das ist wichtig, weil wenn die Butter zu heiß ist, dann hat man später mit dem Backpulver und mit dem Mehl vielleicht einen negativen Effekt. Den wollen wir ja sozusagen verhindern, dass der Lebkuchen später noch schön hochkommt. Als nächstes schnappen wir uns die Rührmaschine, die hast du schon, und vermischen den Zucker mit der Butter. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Das war auch schon das Schwierigste in diesem ganzen Rezept. Du siehst, der Zucker und die Butter, die haben jetzt so eine schöne Masse gebildet, sind gut durchgemischt. Und das würde eben nicht passieren, wenn man die Butter kalt genommen hätte. So, als nächstes machen wir die Zutaten einfach in der Reihenfolge rein, wie sie sozusagen auch mit angegeben war. Das heißt, wir machen das Mehl als nächstes rein, vermischen das so ein bisschen noch mit dem Backpulver und den Gewürzen. Vom Prinzip eigentlich relativ simpel. Wir haben ein Päckchen Backpulver, wir haben ein bisschen Mehl. Damit das Backpulver nicht klumpt und nur an bestimmten Stellen ist, wenn der Lebkuchen nicht so groß wird, machen wir das Backpulver einfach mit ins Mehl hinein. Vermischen das schon mal. Und vermischen so ein bisschen, genau. Wir machen es dann, es wird nachher eh noch gerührt, aber dass wir auf gar keinen Fall Klümpchen haben. Meine Mama hat früher immer gesagt, Backpulver muss mit dem Mehl durch ein Sieb gedrückt werden. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht wird es auch noch besser. Weil das ist der Grund, warum Mamas Lebkuchen immer besser schmecken als die eigenen. Man weiß es nicht so genau. Also. Vielleicht auch eher, weil man selbst nichts macht. Wenn man selbst nichts macht, so ist es.
So, während dem Robert die Zutaten so ein bisschen unterhebt, nochmal die Frage, ich weißt du eigentlich, woher Lebkuchen kommen? Ich verbinde da irgendwas mit Nürnberg, aber woher genau oder was das damit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, also es gibt so ein paar Städte in Deutschland, die sind ganz traditionell mit Lebkuchen verbunden und es hat tatsächlich auch eine lange Geschichte. Lebkuchen sind so ein typisches Gericht aus dem Mittelalter eigentlich. Und damals wurden gerade in Städten wie Nürnberg die besonders großen Routenlagen, also an Handelsrouten, ja, sogenannte Gewürzkuchen gebacken. Mhm. Hängt damit zusammen, dass in Nürnberg zum Beispiel früher im Mittelalter ganz viel Gewürze aus dem Süden gehandelt wurden. Also aus Genua oder aus Pisa oder wie auch immer, ja, wo die Gewürze eben über die Alpen kamen. Und es hat sich damals so ein bisschen das Problem ergeben, dass beim Transport der Gewürze über die Alpen und sonstiges natürlich relativ viel Zeit vergangen ist und oftmals Händler in Nürnberg an den großen Handelsstraßen überwintern mussten. Ja. Okay. Und da natürlich nicht nur Gewürzhändler ihr Winterlager aufgeschlagen haben, sondern auch andere, hat man oftmals das Lagerproblem gehabt. Also was macht man sozusagen mit den Gewürzen und auch mit dem viel Mehl, das da gelagert wird, etc. pp. Und da sind einige kluge Bäcker auf die Idee gekommen, man könnte ja sozusagen gerade Mehl und Gewürze verbinden und so eine Art Gewürzkuchen draus machen und den einlagern. Weil dann hat man ja praktisch schon ein fertiges Produkt, das man weitergeben kann. Und das waren meistens auch, also oftmals wurden Lebkuchen auch in Klostern hergestellt. Und gar nicht zur Weihnachtszeit, sondern eigentlich schon über das ganze Jahr hinweg zu unterschiedlichen Phasen. Unter anderem eben auch, weil man die gut lagern konnte. Ja. Hm. Also muss ich dir so vorstellen, früher gab es natürlich noch kein Backpulver. Das heißt, das Backpulver ist erst irgendwann im 19. Jahrhundert, glaube ich, hinzugekommen. Das heißt, es waren so richtig feine Fladen, die aber relativ kompakt waren. Aber dafür haben die lang gehalten, dass ja nichts drin was kaputt gehen kann. Ja, wenn die ordentlich ausgebacken sind, dann halten die ewig und werden eigentlich auch, wie die Aachener Printen zum Beispiel, erst über die unterschiedlichen Monate richtig schön saftig weich. Ja, am Anfang kann man die gar nicht essen. Und man hat die Lebkuchen praktisch für die Zeiten aufgehoben, wo man dann nichts zum Essen hat. Die hat die auch in die Armen verteilt. Und von daher heißt Lebkuchen eigentlich nichts anderes als Fladenkuchen. Ja, aus dem Lateinischen. Ja. Und, okay. Ja. Daher. So, als nächstes, nachdem das Mehl und das Backpulver untergearbeitet ist, machen wir ein bisschen Lebkuchengewürz rein. Ich mache da meistens so 2 Teelöffel rein. Es kommt so ein bisschen auf den Geschmack drauf an. Im Lebkuchengewürz sind ja auch so die ganz klassischen Sachen, also Kardamom, Zimt, Nelken, Koriander oder Kardamom. Selber mal gucken. Ja. Ist doch genau. Kümmel Zimt, Gewürznelken, Standard ist irgendwo Muskatnuss, Kardamom. Genau. Okay. Kümmel nicht. Aber riecht super. Ja. Riecht super. Genau, und ich würde einfach mal... Schon ein bisschen mehr nach Gefühl, das Gewürz jetzt, ja. Genau, so ein bisschen nach Gefühl, so wie man es mag. Manche machen jetzt noch zum Beispiel extra Nelken rein. Ich bin nicht so der Nelken-Fan. Ja. Okay. Deswegen nehme ich mal noch Zimt. Ja. Und da würde ich ungefähr 1/2 Teelöffel nehmen. So. Das hast du ja schon gemerkt, das ist eine relativ zähe Masse. Mhm. Ganz traditionell gehört übrigens zum Lebkuchen auch der Honig. Und davon nehmen wir ungefähr 2 Esslöffel rein. Auch hier, wenn jemand auf Honig steht, kann er gar mehr reinmachen. Vom Prinzip total lecker. Da kann man echt auch viel mit anfangen. Gut. So, jetzt hast du wahrscheinlich schon gemerkt, der Teig ist relativ fest. Ja, da musst du eine ordentliche Hand brauchen, um mit dem zurande zu kommen. Und deswegen macht man da Milch nach Belieben rein. Ja. Okay. Nach Belieben ist natürlich immer so ein bisschen schwer für diejenigen, die gerne nach Rezept backen. Ich nehme ungefähr so 1/4 Liter und den gieße ich nach und nach rein. Dafür brauchen wir wieder die Mixmaschine. Robert. Flo. So, nachdem wir jetzt diesen leckeren Teig bearbeitet haben und wir gleich zum Verzehr
dieses leckeren Rotteigs kommen, kann man einen schönen Löffeltest machen. Also wenn man sich nicht sicher ist, ob sozusagen noch genügend Mehl, ob das Mehl sozusagen schon genügend durch ist und man keine Klümpchen mehr drin hat, kann man das Ding einfach mal vom Löffel tropfen lassen. Und wenn er gut tropft und nicht mehr arg viele Klümpchen drin sind, so wie hier, dann sieht der Teig gut aus und dann kann man ihn nehmen. Ich habe jetzt nicht die ganze Milch reingemacht, damit der Teig eben nicht zu flüssig ist. Ansonsten läuft er auf dem Backblech davon. Das ist so ein bisschen das Gefühl nach Augenmaß. Aber falls es zu flüssig wird, sagt die Mama immer, ein bisschen mehr reinmachen. Das funktioniert. Klappt ja? Bei mir auch immer. Genau. So, währenddem das fertig ist, mal probieren. Top, Robert. Schmeckt's, ja. Mhm. Ja, super. Gut. Mhm. Kann man sich schon mal die Form schnappen. Mhm. Ja, später haben will, dass der Lebkuchen einen schönen Rand bildet, habe ich mir so eine schöne Springform gekauft. Da kann man den Lebkuchen dann reingießen und später einfach abheben, dann hat man durchgängig schöne Form. Ach so. Das kann man auch mit runden Springformen und so machen. Dann wird es ein bisschen höher, muss man eben 2 oder 3 nehmen. Oh, dafür hat man nachher einen richtig schönen Rand. Ja, und muss nicht, stimmt, ja. Ja, ja, zu schneiden. So, wir haben ja vorhin schon die Butter hier hingelegt. Das ist jetzt schön weich. Das hat auch einen zweiten Vorteil, nämlich wenn wir die Backform ausstreichen wollen, ja, dann geht es einfacher. Dann geht's einfacher. Muss man nicht so lange rein. Vollkommen richtig. Wenn ich es jetzt ganz clever machen würde, würde ich natürlich noch ein Backpapier drunter machen. Weil dann kann ich nachher den Lebkuchen sogar direkt in der Form schneiden, wenn man ein Silikonmesser hat. Ansonsten zerkratzt man sich die Form. Das geht mit so einer Springform natürlich auch. Ich schnappe mir gerade mal so einen Backpapierstreifen. Mach die mal auf dran. So, bitte draufsetzen. So, genau, zumachen. Perfekt. Ihr seht, kann man da dann später den Lebkuchen reingießen. Das heißt, man muss ihn nicht, man kann ihn später einfach auf ein Brett ziehen und da schneiden oder sowas, so als kleiner Tipp. Weil das ist mega ärgerlich, wenn man dann eine teure Backform verkratzt. Ja, nichtsdestotrotz muss man jetzt noch an die Ecken ran und die mit Butter einstreichen. Dazu, wie gesagt, die weiche Butter nehmen. Ich habe jetzt hier eine Serviette genommen, einfach drauf machen. Und dann kann man hier einmal schön den Rand mit Butter einstreichen. Meine Mutter sagt ja immer, Backen bzw. Küche ist Handarbeit. Ja. Ich würde die Butter mit den Fingern dran machen. Das klappt meistens besser. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt nur meine Hände nicht gewaschen. Oh je. Weil meine Mama sagt nämlich immer, Kochen ist Hygiene. Ja. Und wer kocht, der sollte auch Hände vorher waschen. Und das so einschalten. Man merkt auch, dass man den Teig richtig gemacht hat, wenn der gut aus der Schüssel rausgeht. Mhm. Ja, so sieht es gut aus. Super, jetzt gehört dir das Abschlecken des Teigschabers. Super. Und ich mache das Ding bei 180 Grad für ungefähr 20 bis 30 Minuten im Backofen. Das müsst ihr selber so ein bisschen abschätzen, ob und was euer Backofen so hergibt. Jetzt bei einem Umluftherd würde ich 180 einstellen, bei Ober- und Unterhitze vielleicht 190 Grad. Und dann eben gut auf die Uhr gucken und in 20 Minuten mal reinschauen, ob das Ding soweit ist. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um Roberts Plätzchen. Also, wir machen jetzt weiter mit Knusperkappen. Das hört sich super an, Robert. Ja. Das ist fantastisch. Das ist auch super. Dann preisen wir mal deine Knusperkappen an. Meine Knusperkappen sind echt einfach und schnell gemacht. Also, wir nehmen als erstes mal hier Zitronat und Orangeat. Davon machen wir jeweils 50 Gramm rein, sollte ich die überhaupt aufbekommen. Währenddem Robert hier versucht, das Zitronat aufzumachen. Klappt. Wir stehen ja auch unter Druck. Ja, wir haben ein bisschen Druck, nämlich in 1 Stunde und 20 Minuten beginnt unsere Weihnachtsfeier. Der Lebkuchen ist noch hier drin, die Knusperkappen sind noch in der Mache. Also Robert, go, go, go. So, ja, du kannst mir dann direkt mal helfen. Und zwar brauche ich hiervon das Eiweiß. Ja. Und das muss natürlich geschlagen werden. Hier mache ich schon mal die Hälfte rein. Du hast vorhin gesagt, du bist nicht so der Held, was die Trennung von Eiweiß und Eigelb angeht. Nee, ich versag da jedes Mal. Ich habe es jetzt 3-mal probiert und jedes Mal habe ich es geschafft, dass die Eierschale mit reinfliegt oder das Eigelb sich zerquetscht. Aber ich habe hab früher immer bei meiner Mama zugeguckt, wie die Eischnee gemacht hat. Und liebe Mama, Gruß an dich. Das hast du fein gemacht. Mittlerweile kann nämlich der gute Florian auch Eigelb und Eiweiß trennen.
Das funktioniert meistens auch ganz gut. Es gibt so ein paar Geheimnisse beim Eischnee machen. Einer ist A, sauber trennen. Wenn nämlich Eiweiß beim Eigelb mit drin ist, dann steift es sozusagen nicht so richtig durch und man hat so einen eher lepprigen Grundbrei. Mhm. Andere Geschichte ist, ich benutze jetzt hier die gleichen Rührbesen wie vorhin bei unserem Lebkuchen, habe aber extrem gut diese beiden Dinge abgewaschen. Hintergrund ist, wenn da Fett dran ist, ja, auch dann wird unser Eischnee nicht steif. Ja. Weißt du auch warum? Oder? Ich bin kein Chemiker. Mhm. Ich war in der Schule schon schlecht in Chemie. Aber ich glaube, es hängt tatsächlich damit zusammen, dass beim Prozess des Eischneemachens sozusagen ja ganz viel, also der Aggregatzustand anders wird. Ja. Ach, ja gut. Und beim Aggregatzustandswechsel ist das Fett sozusagen so eine Art Klebestoff, dass es nicht hochkommt. Okay. Nein, ich glaube, so ist es. Wenn ihr es besser wisst, sagt es uns bei Facebook. Ich freue mich natürlich drüber. Ja, dann kann ich nämlich sagen, das nächste Mal, Mama, ich weiß jetzt voll Bescheid. Ja. Ich kann nicht nur Eischnee steif schlagen, sondern ich weiß auch, warum man da kein Fett drin benutzen darf. Aber es ist, wie es ist. Ne? Bitte einmal anstecken. Natürlich. Dann auch ganz wichtig, Eischnee immer auf der höchsten Stufe schlagen und kein Erbarmen. Das Gleiche, was ich gerade gesagt habe für die Rührbesen, gilt natürlich auch für die Schüssel. Also man sollte keine Schüssel mal eben noch kurz vom Lebkuchen zusammen benutzen, sonst ärgert man sich nachher, wenn es nicht hochkommt. Ne? Sag mal, Robert. Ja? Weißt du eigentlich, wann Eischnee gut ist? Ich hatte es mal im Kopf, aber nee. Wenn es nicht rausfällt. Ha. Spitzenklasse. Meine Mama hat da immer gesagt, schönen Schnitt reinmachen. Wenn es nicht mehr zusammenwächst, dann ist es fertig. Meine Frau sagt immer, rumdrehen ist die beste Methode aus dem Netto-Show-Effekt. Ja, da muss jetzt gleich noch der Puderzucker drunter gehoben werden, aber ja. Vorher machen wir hier weiter. Ich habe das Zitronat und das Orangeat habe ich ein bisschen vermixt, damit es unterschiedlich nebeneinander liegt. Jetzt machen wir ein bisschen Milch rein, so etwa 4 Esslöffel. So. Und dazu nochmal einen Schuss Rum, einfach fürs Aroma. Sieht so ein bisschen aus wie Gummibärchen. In ja, es Saft sieht nicht so lecker aus, aber es wird noch lecker. Keine Angst. Vermische ich jetzt mal ein bisschen. Es riecht ein bisschen heftig. Man muss ja auch schon Freund von Zitronaden-Orangeat sein, um das zu essen, oder? Ich finde, es schmeckt man gar nicht mehr so sehr raus am Ende. Also damit braucht man keine großen Probleme zu haben. Mhm. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal ganz kurz stehen. Davor heben wir jetzt den Puderzucker. Das sind 125 Gramm. Die heben wir hier runter. Und das hebst du jetzt nur unter, also rührst es nicht? Ich kann es einfach drunter rühren, das ist jetzt, also, nee, muss man nicht. Das muss einfach nur ein bisschen vermengt sein. Mhm. Okay. Ich glaube, dafür benutzt man auch keinen Rührbesen, weil ansonsten der Eischnee wieder zusammenfällt. Das kann gut sein, ja. Mal so verhaufen. In meinem Rezept steht auch einfach unterheben. Das klappt ja ganz gut. Na schön. Gut, gut. So. Jetzt geben wir die gemahlenen Haselnüsse hier dazu. Und vermengen das jetzt auch wieder, dass das alles schön zusammenhängt und gerade das Orangeat und das Zitronat schön umgeben ist von Haselnüssen. Riecht schon ganz ordentlich. Nach Rum, ne? Riecht ordentlich nach Rum. Der gute Überseerum. Ja, obwohl da gar nicht so viel drin ist, ne? Ja, der leistet ganze Arbeit. So. Noch ein bisschen, dann bin ich zufrieden. Ich habe ja gesehen, du hast eben bei deinen Lebkuchen ausschließlich Bioprodukte benutzt. Ja, das stimmt. Darauf habe ich ja jetzt eigentlich gar nicht geachtet. Ja, ich hab diesmal Bio benutzt, weil ich mir gedacht habe, ja, kann man Lebkuchen durchweg mit Bio-Zutaten machen? Und ja, das geht.
und ist auch so ein bisschen besseres Gewissen. Inwiefern besseres Gewissen, weil du jetzt das Gefühl hast, dass du ja, also, was Besseres getan hast? Ja, es sind ja so zwei Seiten. Ne? So auf der einen Seite ist Bio was für die Umwelt, ne? Weil nicht so viele Pestizide eingesetzt werden, weil die Viecher einfach auch besser behandelt werden. Gerade bei Eiern ist das ja auch so ein Thema. Ne? Ja, gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was für die Menschen, weil man natürlich nicht so viel Antibiotika und sonstiges zu sich nimmt oder auch nicht so viel Pestizide im Allgemeinen. Aber ich bin mir da nie irgendwie ganz sicher, ob das wirklich jetzt auch Bio ist. Ich meine, man kann da ja nirgendwo drauf vertrauen. Irgendwie sind ja alle doch irgendwie ein bisschen gemein und wollen nicht jedem das Beste. Und das ist dann ja irgendwie teurer. Also ich bin mir nie sicher, ob das wirklich auch bessere Sachen sind oder mit ohne Pestiziden. Gut, ich denke, da muss man auch ein Vertrauen auf das haben, dass es funktioniert mit Bioprodukten. Also ich denke, da kann man viel drüber diskutieren. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass man mittlerweile Bioprodukte eigentlich auch überall findet, wo man hingeht. Ja, vom Discounter bis hin zum teuren Supermarkt. Dass es auch Supermärkte gibt, die eben nur Bioprodukte haben. Weil es mir persönlich schon wichtig ist, was für die Umwelt zu tun, auch was für die Tiere zu tun, ja, und eben auch was für mich zu machen. Und ich finde, das steht schon so ein bisschen im Einklang. Und da gibt es natürlich wie in allen Bereichen schwarze Schafe. Aber ich glaube, mit Bio tut man generell schon was Gutes. Dann hoffen wir das mal. Also diese Masse ist hier jetzt eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch alles formen. Ich habe hier Oblaten geholt. Da kann man je nachdem, wie man möchte, groß oder kleiner nehmen. Ich habe jetzt mit 40 mm Durchmesser. Sind das auch die Obladen, die man in der Kirche? das weiß ich nicht, weiß nicht. Ich bin nicht so christlich. Kannst Wenn du ihr es wisst, wir freuen uns über Kommentare. Und jetzt nehmen wir einfach so einen Löffel, je nachdem wie viel man möchte. Ja. Setzt es da drauf. Mhm. Und dann formt man das, dass es schön so eine Kugel da drauf liegt. Erinnert mich vom Grundteig so ein bisschen an Makronen. So, schauen wir mal nach unserem Lebkuchen. Ach, wunderbar, der sieht toll aus. Schauen wir mal raus. Wir sind jetzt soweit fertig mit unseren Obladen. Ich muss sagen, deine sehen schöner aus. Ja. Übungssache. Fette Props von Robert. Ja. Gut, jetzt legen wir die einfach aufs Backblech. Das ist eine klebrige Angelegenheit. Ja, ist es. Also Hände waschen. Ständig am Hände waschen. Ist Pflicht. So, dann obliegt es dir, die Sachen reinzumachen. Dankeschön. Bei wie viel Grad muss das rein? Auch bei 200. Und wie viele Minuten? Ich glaube 15. 15 bis 20, ja. Perfekt, weil mittlerweile haben wir nur noch eine Stunde bis zu unserer Weihnachtsfeier. Die Zeit läuft. Wir müssen uns beeilen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Kuvertüre oben drauf. Dazu kann man natürlich auch Vollmilchschokolade nehmen. Ich habe jetzt Kuvertüre gekauft. Natürlich Bio. Ja. Natürlich. Natürlich Bio. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit der Schokolade umzugehen. Erstens, man schmeißt sie einfach in den Topf und macht sie heiß. Mhm. Hast du schon mal gemacht? Noch nicht, nee. Anbrennengefahr ist relativ hoch. Wenn Schokolade anbrennt, schmeckt sie nicht mehr. Was kann man stattdessen machen? Ich nehme immer einen Topf, mache da unten einen Schuss Wasser rein. Ja. Und stell dann einfach eine Schüssel in das Wasser und lass da drin ganz langsam die Schokolade schmilzen im Wasserbad. Oh, okay. Ja, dann brennt die nicht an. Wichtig ist bei Kuvertüre zwei Sachen. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, zwei. Zum ersten, dass man nicht zu viel Wasser unten reinmacht. Also die Schale sollte nicht im Wasser schwimmen, sondern die Schale sollte prinzipiell noch auf dem Boden stehen. Das andere ist, wenn Wasser reinspritzt, kannst du die Kuvertüre eigentlich vergessen, weil dann bildet sich Stückchen und Klümpchen und dann war es das. Okay. Das heißt, du musst es relativ vorsichtig machen, das Wasser darf nicht kochen. Und wenn es kocht, einfach von der Platte nehmen. Die Temperatur reicht immer noch aus, um sozusagen den Rest zu machen. Und wenn die Kuvertüre gut vom Löffel läuft und keine Klümpchen mehr drin sind, wie bei mir gerade noch, das muss noch ein bisschen, dann ist sie fertig. Immer schön rühren, das ist das Wichtigste. Alles klar. So, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, Robert, du kannst es so machen. Ja. Nur die weiße Schale, ja? Nur die weiße Schale. Das kriege ich hin. Nicht heiß? Das geht. Tja, wow. Deine Finger halten echt einiges aus. Ach, das geht schon. Alles klar, dann ist es dein Lebkuchen. Ich reiche dir die Tatwaffe.
So, viel Spaß. Einfach drüber gießen. Einfach drauf machen, genau. Und dann schön gleichmäßig ziehen. Ja, so ist es doch ein bisschen warm. Ja, soll ich dir gerade mal einen Küchen? Soll ich es einfach drüber gießen und du verstreichst es? Ja, das kann man. Das geht besser. Ruhig drauf, ich zieh's dann glatt. Genau, wenn jetzt der Lebkuchen eben schon zu kalt wäre, ist die Kuvertüre sozusagen direkt fest. Und dann kannst du nicht mehr sauber verteilen, dann hast du einfach unschöne Formen oben drauf. Und so, kannst du richtig schön ranziehen. So, ja, das super. War's. Sieht klasse aus. Sieht klasse aus. So, jetzt können die Knusperkappen auch endlich raus. Ich nenne sie mittlerweile auch Roberts Knusperkappen. Wow, sind vielleicht ein bisschen zu lang drin sogar. Ach, die sehen lecker aus. Aber die müssen wirklich ein bisschen braun werden, ansonsten sind die nicht perfekt. Ich zieh meinen Hut, Robert, ich zieh meinen Hut. Und das war's mit den Knusperkappen. Super. Und vor allem das Schöne dieser ganzen Geschichte ist, wir haben noch eine halbe Stunde bis zur Weihnachtsfeier. Genial. Super. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gelöst haben, ist folgendes Problem. Das Eigelb vom Eiweiß. Ich habe neulich Makronen gebacken und da blieben tatsächlich 6 Eigelb übrig, weil ich ziemlich viel gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, ja, am nächsten Tag machst du da ein bisschen Rührei draus. Schmeckt schrecklich, ja, weil wegschmeißen ist ja auch blöd. Wir haben uns vorhin auch schon mal besprochen und sind nicht auf so eine wirklich gute Lösung gekommen, was man mit diesem Eigelb machen kann. Nicht wirklich. Deshalb. Wenn ihr eine Idee habt, was man mit dem übrigen Eigelb machen könnt, kommentiert einfach bei uns auf Facebook und erzählt uns eure Idee, was wir damit machen können. Wir freuen uns über jede Antwort, über jede Idee. Dankeschön. Ansonsten wünschen wir euch schöne Weihnachten. Gute Weihnachtszeit, einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Gute Plätzchen. Gute Plätzchen und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao.